Moin YouTube, willkommen zum kleinen Mini-Vlog von Shane, von Bürgerberater Shane. Und wir gucken uns gleich mal an, was wir hier so machen. Und ja, ich habe meine alte Cam wieder gefunden und ich glaube, mit der werde ich jetzt auch öfters filmen, auch mal kleine Vlogs machen. Und ja, dann sehen wir uns im Livestream nachher auf jeden Fall. Wa? Tschüss! Jo, Shane ein bisschen weg am Braten hier und heute gibt es Irish Angus Burger aus irischem Rindfleisch und ein bisschen hier auf der Hartz-IV-Platte und wir gucken gleich mal, was das so bewirkt, wenn man so die Burger in die Pfanne reinschmeißt. ja, wir basteln mit ein paar Burger und wir sind nachher im Livestream, ne? Auf jeden Fall, hörst du? So, die irischen, ja, die irischen Burger liegen jetzt in der Pfanne. Dazu gibt es mega Burger Tralala Brötchen. Auf jeden Fall müsste eigentlich passen, oder? Guck mal. Passt ja, passt. Fokus. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Also dafür, dass es nur Tiefkühlkost ist, sieht ganz vernünftig aus. Und ich bin mal gespannt, wie das schmecken wird auf jeden Fall. Ich hoffe mal gut. Und ja, wir sehen uns gleich. Im Livestream. So, und dann sehen wir uns heute auch auf jeden Fall im Livestream. Und hier am Dings, ich bin gerade am BIOS ein bisschen einstellen, weil mein CPU doch ein bisschen überhitzt. Ich weiß nicht warum. Ja, der hat seine Tage oder so. Und wir gucken auf jeden Fall mal, was wir da noch machen können. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen, was mit diesem CPU los ist. Überhitzt derbe, die Grafikkarte habe ich jetzt ein bisschen umgestellt, also müssen wir gucken, dass wir da noch irgendwas machen können, um einen besseren Stream auch zu bekommen und vor allem auch bessere YouTube-Videos, gerade mit dieser Cam. Die habe ich übrigens gefunden und zwar habe ich mir die damals gekauft für ein bisschen Geld und dann war sie weg. Ich kaufe mir eine Kamera für so und so viel Geld und lege die in die Ecke und finde die nie wieder. Und jetzt habe ich die wieder gefunden, die Irish Burger, die brutzeln da im Hintergrund. Ja, also wir sehen uns nachher im Livestream. So, Freunde der Sonne, die Burger sollten jetzt durch sein. Jo, sind auf jeden Fall gut braun, nicht zu dunkel auf jeden Fall. Sieht jetzt im Licht auch besser aus, würde ich mal behaupten. Irish Beef Burger, Irish Beef Burger, man müsste das so ein bisschen betonen. Ich mache die immer so schön auf Pappteller. Leute, ihr spart euch die Abwäsche und ihr könnt, ja, es ist einfach top, es funktioniert wunderbar. Drauflegen, fertig machen, wegschmeißen. Das war's. So, ich habe jetzt leider nicht viel hier, also leider nicht viel Soßen und so, aber wenn ich jetzt einen Burger mache, ich nehme zwei verschiedene Sorten Käse, einmal diesen Schmelzkäse hier, gibt es überall zu kaufen eigentlich, und ja, eben normalen Schnittkäse. Und dann kommt hier Remo drauf. Normalerweise mache ich auch noch ein bisschen Salat. Ja, aber Salat ist leider aus. Das hat wohl das Rind hier aufgegessen. Aber na gut. Ja, ich nehme Remo. Ganz einfach. Wer das noch nicht probiert hat, der sollte auch mal Remo auf dem Burger versuchen. Ist echt mal was Neues und schmeckt auch wirklich gut. Anstatt nur Ketchup und Burgersoße oder so. Gurken habe ich auch nicht. Also wir machen einfach nur Käse, Fleisch, Käse. Beste Burger-Ding auf jeden Fall. So, Remo drauf. Ich hatte jetzt schon mal den Burger drauf, aber ich habe vergessen. Ha, wir brauchen eine Käse. Bup, einfach nur eine Scheibe Käse. Das ist mein Ultra, ich nenne es den Ultra Remo Irish Beef Cheese. Klingt eigentlich geil, oder? Sollte man mal Patent auch drauf anmelden. So, den Schmelzkäse ganz wichtig, so schnell wie möglich drüber. Wenn der Burger noch heiß ist, da dieser Käse dann schmilzt und auch verdammt geil schmeckt. Sättigt auf jeden Fall, also ist vernünftige Zuckermahlzeit, würde ich mal behaupten. Es ist einfach bloß Cheese, Beef and Remo. Irish Beef Cheese Remo Burger, nenne ich das Ding jetzt einfach mal. Und wir sehen uns nachher im Livestream, Jungs. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und einen guten Hunger, falls ihr auch mal Bock habt auf Burger selber machen, ne? Ist echt geil. Also, mir schmeckt's. Jungs, wir sehen uns im Livestream.